Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Sechsenkönigs, Ringkrieg mit Angmar, nicht den Zwergen. Ja. Gehen wir jetzt hier rein. Das müsste aktuell sein. Oh ja. Jetzt schauen wir mal, 1, 2, 3, 4, 5 Schlachten. Ich gucke nur, ob das andere aktuell ist. Lasst mich mal ganz oben gucken. Wie viel Geld haben wir hier? Minus 46.210. Geil. Ich glaube, ich habe nämlich damals bei der letzten Aufnahme dann ewig das Spiel noch laufen lassen. Und zur Sicherheit, ja, auch 46.2 und 1, 2, 3, 4, 5, ja, minus 46.000. Passt, gut. Kann man loslegen. Gleich in die erste Schlacht, ohne groß viel Rumgeplänkel. Und der Hexenkönig. Na, mal gucken, was da geht. 5 Schlachten soll man schlagen. Halleluja. Glückwunsch. Dürfte nicht ganz einfach werden. Nicht ganz einfach. Obwohl das jetzt nur gegen einen Gegner ist. Also das müsste ich jetzt hinkriegen. Aber alles andere... Puh. Na, ich weiß ja nicht. So. Angmar muss erstarken. Ihr wartet, dass die Trolle nicht sehen, dass sie herumstehen. Dann erstarkt mal. Das kann lustig werden. So. Hier gibt es nicht viele ungezähmte Verbündete, die ich holen kann. So machen wir das. Stunde des Hexenkönigs. Das ist halt die ist super mächtig, die Fähigkeit. Furcht ist okay. Morgulverderbnis. Oh, geht so. Alles, es geht so. Wir sind hier auf die Befehle des Hexenkönigs. Jetzt schauen wir mal. Vielleicht benutzt man in der Schlacht mal die Dingsbums, die ist hier, diese komischen Einheiten. Wie heißt es denn? Die Dunkelheit wird siegen. Ja, wird sie auch. Die Dunkelheit. Hier, wie heißt's? Nicht Dunkelstahlschmiede, der andere Kram. Zitadelle, was weiß ich. Diese Zauberer. Hier, Tempel des Zwielichts. Das bauen wir jetzt mal. Jetzt gehört das Gebäude uns. Wir verlieren unser Gebäude. Steig du mal bitte vom Pferdel ab. Sie werden bearbeitet oder ihr werdet gekriegt. Ich hoffe mal, der stirbt jetzt nicht. Mach hier mal so eine Morgul-Verderbnis. So. Na, mal sehen, was der Hexenkönig kann. Der ist halt Stufe 9. Kriegt aber schon übelst aufs. Also, lang macht er das nicht. Seelenbandzauber. Ich werde mich rächen. Wir sind hier fertig. Sie sollen leiden. Lass die Trolle nicht sehen, dass sie herumstehen. So. Wird siegen. Also offensiv sind sie nett, die Seelentypen. Das weiß ich. Also zumindest nicht direkt offensiv. Oh, oh, oh. Meine Macht wird sie vernichten. Dieses Gebäude wird mir gehören. Das ist ja jetzt saudämlich. Jetzt ist sie da hinten drin. Das Zielgebiet wird mit Eis bedeckt. Nutzlos. Entzieht. Einheitenstärke und Angriffstempo. Sie werden alle vor mir knien. Ja, gut, muss man mal gucken hier, ne? Zurück an die Arbeit. Die Dunkelheit wird siegen. Und dann, was können sie noch? Unsere Mühlen werden angegriffen. Diese macht Einheiten Wirkungsbereich bewegend und unverwundbar. Unser Tempel des Zwielichts ist prächtig. Ach so. Aha. Ah ja, so funktioniert das also. Wir dienen dem Schatten. Seelenquell. Das Gebäude ist fertig. Das Licht vergeht. Es gibt keine Ringe, den Untergang. Wir haben eine neue Halle des Königs gemacht. Ah ja, das kostet alles Geld. Meine Güte. Also die sind sehr teuer, die Teile, muss ich schon mal sagen. Die sind ja unglaublich teuer. Ob das so toll ist, weiß ich jetzt nicht. Also ich kann die auf irgendwas spezialisieren. Ja, komm, hier reit mal ein bisschen schneller. Was ist denn das hier? Kadaverregen.
Probieren wir es einfach mal. Ach, jetzt sind die ganzen Dingsmeister gestorben. Okay, da muss man aufpassen. Da muss man richtig aufpassen. Hört mir zu, ihr Magen! Also so richtig begeistert bin ich jetzt noch nicht. Aber ich mache das hier natürlich alles auch ziemlich schlecht. Ne? So, jetzt schauen wir doch mal, ob hier nicht doch irgendwas geht. Diese Barbaren wissen ihre Spreche mit der Stimme des Hexenkönigs. Kein Mann widersteht meiner Klinge. Und was ist mit einer Frau? Vielleicht kann eine Frau seiner Klinge widerstehen. Ermöglicht Kadaverregen. Sie zerstören unsere Mühlen. Unser neues Gebäude. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Also ich weiß, da steht halt auch nicht, ob dieser Kadaverregen jetzt gut ist oder nicht. Steht halt nicht drin, ne? Es gibt Sie werden untergehen. Zurück an die Arbeit. Steht da nicht. Ich bin die Faust Anmars. Wart für den Hexen. Dann werden wir gucken. Ich befehlige die Leibeigenen Sanna unterstellen. Ich befehlige die Lanzenträger der Hügel. Wird sie vernichten. Ich werde sie. Jetzt nimmt's ihr mal bitte hier den Kram ein. Aber so ganz im Ernst, ich weiß nicht. Das ist so, wo sind denn jetzt die Glückköpfe? Hier. Können sich nur auf eine... Gut, das weiß ich. Ermöglicht die Spezialisierung auf Kadaverregen. Ja, okay, dann probieren wir Kadaverregen aus. Ich meine, die opfern dann einen von diesen komischen Typsies. Und dann kann er die Fähigkeit einsetzen. Also, das weiß ich noch. Dass das so ungefähr funktioniert, aber ansonsten keine Ahnung. Ist gekommen. Ich bringe den Untergang. Hört mir zu, ihr Magen. Ich befehlige die Leibeigenen. Wen soll ich unserem Banner unterstellen, der Hügel? So, schauen wir nochmal. Machen wir nochmal ein paar. Ich an die Arbeit, oder ich werfe euch den Wölfen vor. Vielleicht steht ja jetzt dran, was das kann. Einer in allein schweren magischen Schaden. Aha. Kostet 4 Einheiten. Das heißt, das kann ich einmal einsetzen und dann nicht nochmal. Großartig. Und... Naja, geht so. Entzieht Stärke, Schaden und Angriffstempo. Bonus für 5 Einheiten. Kostet 2 Einheiten. Okay. Ja gut, vielleicht sind sie gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, die sind mir ein bisschen... Ich glaube, die sind mir ein bisschen zu kompliziert zu benutzen. Wie helft ihr? So. Zumindest latschen sie ewig langsam. Ja, dann bau irgendwo, ist mir jetzt auch wurscht. So. Nope, ihr bleibt mal alle da. Was haben die denn hier für Probleme? Und jetzt sterbt. Ihr macht, was euch gesagt wird. Ruhe, ihr Magen. So. Also die haben den Kadaverregen. Und wo sind die anderen Typsies? Weiß ich nicht. Da sind sie. Und die können uns Seelen quälen. Ja gut, so eine Kombination. Also, ich denke mal zum Supporten, zum Unterstützen. Zum Unterstützen sind sie nicht schlecht. Boah, tötet jetzt doch den ganzen Mist einfach mal weg. Ich glaube, ich bild jetzt hier, ich baue jetzt hier mal eine Dingsbums-Schmiede. Kann ja nicht schaden. Keine Widerrede, ihr Würmer. Sie sind jämmerlich. Ja, Korn für die Sense und jämmerlich. So. Der Grabunhold, gut. Grabunhold ist nicht schlecht. Naja, gut. So, wo sind sie jetzt? Da sind die Blödköpfe. Komm schon. Na, nicht die Blödköpfe. Wow, Drachis! Tötet doch die Blöddrachen.
Naja gut, also wenn ich jetzt hier sage, entzieht Feind eine Stärke. Für Verbündete, nicht Belagerungseinheiten. Warte mal. Ich will mal sehen, wie ist der Schaden? Sehe ich nicht. Also keine Ahnung, ob die jetzt so super sind. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Also ganz im Ernst, ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass die ganz gut... Ich verstehe halt noch nicht so ganz, wie die jetzt funktionieren. Weil... Wenn ich jetzt gucke... So, hier sind sie. Aber ich muss es auch Gegnern machen. Ach, und alle im Umkreis von... Wow, ja gut, okay. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Ja gut, okay. So. Mal gucken, wie das hier wird. Ich meine, ich gewinne hier jetzt eh schon volle Kanne. Was will er hier noch bloß machen? Ja, da schmeiße ich dem alles in Schutt und Asche. Ja, Katapulte brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Sie werden alle vor mir knien. Erobert es für den Exekutiven. So, Halle des Königs ist größer denn je. Wo Feuer drauf ist. Das ist jetzt auch relativ egal. So, und? Ach, die leiden jetzt anhaltenden Schaden. Naja, so richtig funktionieren tut das wohl noch nicht. Ich weiß nicht so recht, Jungs. Ich weiß nicht so recht. Also ob das wirklich so funktioniert, wie ich mir das wünsche, ich glaube es ja. Aber gut, wie auch immer. Ich bin der Erbe des dunklen Herrschers. Sie sind wie Korn für die Sense. Und jetzt stirbt. Der Feind greift unsere Truppen an. So, Dunkelstahlschmiede wurde erweitert. Sehr schön. Unser neues Gebäude ist bereit. Sie nehmen unser Gebäude. Sie werden fallen, bevor sie fliehen können. Wir müssen sie erneut zurückwerfen. Ja, gut. Also das Ding ist jetzt nicht schlecht, aber richtig überzeugt hat es mich jetzt nicht. Ich weiß nicht. Also die Heilung zum Beispiel ist einmalig, das mit dem Stärke entziehen, ah, vielleicht ganz okay, aber ja genau, erst tötet er mir alles, weißt du? Oh. Naja gut, da geht nichts mehr. Da geht nichts mehr, der hat jetzt aufgegeben. Kurz bevor ich anfangen konnte, eine schöne Armee auszuheben, hat er auf. Aber nicht schlecht gemacht. Also gut. Ja. Kurz speichern. Sicher ist sicher. Und dann geht's auch gleich weiter. Wo machen wir denn jetzt? Wo sind wir denn? Wo können wir denn? Wo wollen wir denn? Ich glaube, der Walder schafft da nix. Dann verteidige ich lieber Kurzheims Klamm und die probieren das halt wirklich. Die ballern halt Truppen in den Abgrund, das ist abartig. Warte mal, hat der Walder eigentlich den Flammenzeptermagier dabei? Wenn ja, könnte es gar nicht so schlecht sein. Aber der ist schon ziemlich mächtig. Wenn nein, dann habe ich keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Na ja, gut. Jetzt machen wir da erstmal zu. Machen das so. Zurück an die Arbeit, oder ich werfe euch den Wölfen vor.
Ja, die Wölfe. Die armen Wölfe müssen auf den Orks rumkauen. Das ist eher eine Strafe für die Wölfe als für die Orks, muss ich ganz ehrlich sagen hier. So nicht. So nicht. Das ist der Ring, nehmt ihn schnell! Wo, was Ring? Achso, ist ja egal. Ja, da kommt ja so einiges. Na, Halleluja. Jungs, bitte, geht doch auf die Mauern drauf. Kommt schon, was wollt ihr denn da unten? Ihr seid Bogenschützen. Los jetzt. Was soll denn der Scheiß? Der schaut cool aus. Piu, piu! Da stirbt halt alles weg. Jetzt geht's doch da hoch. Bitte. Schießt ihr aufs Tor? Ach, viel Spaß. Katapulte auf den Mauern. Ja, natürlich. Imber! Na los jetzt. Na, schafft sie was? Alles tot. Dann können wir alles rausrennen. So. Na komm. Ja, irgendwo da muss es hingehen. So. Hat er noch Flächenschaden? Nein. Na, dann ist er am Arsch. Dann hat er jetzt verloren. Ich renne da jetzt einfach nur runter und töte halt alles auf dem Weg, ne? Alles auf dem Weg wird getötet. Ganz einfach. Wie viel Schaden macht es denn? Wir werden es nie herausfinden. Ja, aber da überlebt ja nichts. Ich renne da jetzt einmal durch und das war's. Bauen wir einfach weiter hier. Das Türchen machen wir jetzt zu. Ah, es stirbt ja alles weg. Aha. Na, wie gut ist mein Timing? Ziemlich gut. Jojo, die Trolle und die Wölfe. Also in Angmar gibt's nur Trolle, Wölfe und zum Fraß vorgeworfen werden. Ist jetzt nicht unbedingt ein Völkchen, wo ich gern leben tät, aber na gut. Man kann ja nicht immer alles haben. Ja, wir töten halt jetzt trotzdem einfach mal alles. So, das Auge. Naja, Dunkelstahlschmiede. Wo ich das Zeug das baue, ist ja eigentlich egal. Dann hauen wir wieder weg. So. Schön hier alles vernichten. Müsste eigentlich ganz gut aussehen. Wir haben einen Feind vernichtet. Lasst keinen am Leben! So. Na. Na? Wie lange überlebt der Azog? Sehr lange. Warum wird er nicht zuerst gefokust? Na, also geht gleich. Widersteht uns. Zum Glück ist das nicht der Gimli. Wenn der da reingejumpt wäre, das wäre ganz böse. Boah, was hält denn der aus? Gibt's ja gar nicht. Bisschen abartig. Der macht aber gut Schaden. Also das gefällt mir gerade gar nicht. Dann bauen wir doch gleich... gleich nochmal hier Zeugs auf. So geht das ja nicht. Ihr wartet, dass die Trolle nicht sehen, dass ihr herumsteht. So nicht. Ja, dort so kann ich nichts bauen. Wie viele Gegner hat's denn jetzt noch? Nur noch die Zwerge und die Orks. Ja, gut. Was ist das für ein Gebäude?
Ich werde das Schnee rausschmeißen. Ja, töten will ich noch nicht. Töten will ich noch nicht. Ich will nämlich erst noch hier die Eispfeile und mehr Bogenschützen. Und dann noch ein paar Katapulte und den Kram und ja. Alles ganz gut schön. Ja, läuft schon. Eisgeschosse fliegen, zerbersten die Mine. Ja, jetzt warten wir noch ein bisschen. Sehr schön. Ah ja, da fehlen noch ein paar Leute mit Frostpfeilen. Schaut euch das mal an. So nicht! So ja schon mal gleich dreimal nicht. So, ich kann keine Mauerknoten bauen und auch keine Festungen errichten. Na gut. Aber ich kann ein paar Orksis rufen. Ich schick mal jetzt so mal durch die Gegend. So, schön die Wegpunkte. Und jetzt habe ich hier überall schon Wegpunkte gemacht. Da, dort, so greifen sie an. Dort sammeln sie sich. Da gehen sie dann nochmal durch. Außen vor und durch die Gegend und so. Katapulte kann man nicht reparieren, ne? Ja. Das wäre halt richtig praktisch. Zurück an die Arbeit! Achso, ja, klar. Wir bauen für die Eisenkrone. Ich bin schon unterwegs. Dann lösch doch. Ja. Komm, lösch. Lösch doch bitte mal. Sind wir Maximum? Okay. Ich will wissen, was passiert, wenn ich dieses brennende Katapult lösche. Nichts. Es brennt weiterhin. Dieses Feuer ist wasserbeständig. Was ist denn der Hotkey fürs Löschen vom Wasser? Feuer. Hat keiner. Oh, toll. Professionell. Definitiv professionell. Na, jetzt aber. Banner Treasure haben wir. Wir warten auf die Schlacht. Mal los. Naja. Es ist gewonnen. Easy verteidigt. Da hat er keine Sch. Ja, und schmeißt dem Bannerträger noch einen Stein am Kopf. Natürlich. So, keine Chance hier. Das Lustige ist, jetzt kommen dann aber gleich, also als nächstes, kommen dann die richtig schwierigen Schlachten. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.